Es gibt so viel Schmerz auf dieser Welt, also warum absichtlich welche verursachen? Ich bin heute hier, um über den grössten Sadistenberuf zu reden. Nein, nicht Parkbusse verteilen. Auch nicht Franzi-Lehrer. Zahnarzt. Zahnarzt und Ärztinnen gehören zur skrupellosesten Berufsgattung überhaupt. Ja, mir ist bewusst, dass es sie braucht. Aber die das sind, sind das freiwillig geworden. Gezielt. Da rutschst du nicht einfach rein. Das ist nicht wie bei Drogendealer. Drogendealer sind zudem noch viel effizienter. Da wartest du nicht eine Dreiviertelstunde im ereignislosesten Wartezimmer der Welt auf dein eigenes Elend. Und nach dem Wartezimmer wirst du endlich in den Behandlungsraum gebracht und dann liegst du auf dem Stuhl mit einem Sugrohr in der Fresse und schaust in einen Scheinwerfer, der etwas so weh tut, als würdest du gerade Sonnenfinsternis schauen, aber ohne Brille. Und ohne Finsternis. Und dann geht's dann nicht los. Nein. Dann sagt ihr eine höfliche Zahnarztassistentin, der Herr Doktor kommt gerade. Und dann geht's bis zur nächsten Sonnenfinsternis, bis der Wichser endlich auftaucht. Nein. Wer bewusst Zahni wird, kennt keine Skrupel. Wer bewusst Zahni wird, reißt auch auf dem Arbeitsweg Tulpen aus dem Garten. Wer bewusst Zahni wird, drückt extra nicht auf den Knopf, wenn du auf den Bus rennst. Wer bewusst Zahni wird, der kocht mit Koriander. Alle hassen Zahnärzte. Sogar Ärzte hassen Zahnärzte. Oder warum verteilen Ärzte Süßigkeiten an Kinder nach der Behandlung? Das ist doch zum ihre Dentalkollegen untergraben. Zahnärzte würden nie Süßigkeiten verteilen. Die verteilen höchstens etwas Grusiges. Zum Beispiel Sellerie. Oder Koriander. Wahrscheinlich hassen Ärzte Zahnärzte, weil die während dem Studium Party machen konnten, während sie haben müssen büffeln. Oh nein, warte, das stimmt nicht. Wahrscheinlich hassen Ärzte Zahnärzte, weil die während dem Studium Party machen konnten, während sie auch Party gemacht haben, aber am nächsten Morgen auf Ritalin haben müssen büffeln. So stimmt's. Alle hassen Zahnärzte. Aber Zahnärzte sind nicht dumm. Nein, Zahnärzte sind raffiniert. Sie haben einen Weg gefunden, um den Hass umzuleiten. Sie haben Dentalhygienikerinnen eingestellt. Die sind noch viel schlimmer. Der Zahni behandelt ihr wenigstens nur dann, wenn dir etwas wehtut. DH behandelt dich, damit dir etwas wehtut. Und dann macht sie dir ein schlechtes Gewissen, weil du nie Zahnseide benutzt. Das Gespräch mit der Dentalhygiene ist wie das Gespräch früher mit Mami vor ins Bett gehen. Bub, hast du Zähne geputzt? Ja. Sicher? Nein. Und dann gibt es wieder Schimpfis. Wenn also keine Schimpfis wollt, dann denkt während der Festtag oder sonst immer dran, nach dem Essen immer flüssig Zähne putzen und Zahnseide. Sonst sitzt ihr bald wieder im Folterstuhl. Mit Sonnenblick.